Callzeit. Was ist denn jetzt los? Wow, mein Licht ist irgendwie ein bisschen komisch. Gerade die Sonne kam und jetzt geht es wieder. Egal. Wir kommen gerade frisch aus dem Urlaub. Wir waren für 9 Tage in Ägypten. Man sieht es, oder? Ich bin etwas gebräunt, etwas rötlich gebräunt, braun. Ich glaube, das ist gar nicht das Licht, sondern das ist was auf der Linse. Das bin ich. Und ja, es war super lecker in Ägypten. Es war super, super schön. Ich habe auch mitgefloggt und das Video muss ich aber allerdings noch schneiden. Und ihr wisst ja, meine Food Hauls kommen immer sehr aktuell, ne? Ihr wisst Bescheid. Allerdings leider kein Kaufland-Food Hall mehr, weil unser Kaufland ja geschlossen hat jetzt für 9 Monate. Die bauen um. Und deswegen gibt es jetzt, das Fenster noch offen. Warte jetzt. Also heute ist ja ein chaotisches Video. Und das hat 9 Monate geschlossen. Und jetzt waren wir gerade beim Lidl einkaufen. Alle zusammen waren wir einkaufen. Also mit den Kindern und mit meinem Mann. Und gerade, also wir sind gelandet vor, weiß ich nicht, um 6.15 Uhr in der Früh. Ich habe eine Stunde, glaube ich, geschlafen. So insgesamt im Flugzeug und mehr bis heute nicht. Wir sind um 1 Uhr nachts losgeflogen, 1 Uhr, ja sowas, und ja, haben aber Hunger, wollen irgendwas anderes essen. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr in Urlaub wart und dann wieder nach Deutschland zurückkommt, dass ihr auf irgendwas gelüstet habt, und deswegen mussten wir unbedingt heute einkaufen. Vor allem, wir hatten auch nichts mehr, fast nichts Brauchbares mehr da. Egal, wir fangen jetzt an mit dem Food Hall, also so ein urlaubschaotischer Food Hall, keine Ahnung, ob das so ein richtiger Einkauf ist. Und ob es vielleicht dann bald nochmal ein Food Hall gibt, weil es war einfach nur, keine Ahnung. Es kam einmal Gewürzketchup mit beim Lidl. Also ich war beim Lidl einkaufen, habe ich aber eigentlich schon gesagt, ich bin voll verwirrt. Verzeiht mir diesen Food Hall, ich habe wirklich nur eine Stunde geschlafen, aber trotzdem mache ich den Food Hall für euch. Curry Gewürzketchup ist gerade im Lidl im Angebot für 1,55 Euro. Milch kam mit für 63 Cent. Dann diese Pizza hat mein Mann mitgenommen. Für 2,99 Euro ist es so eine XXL-Packung. Da sind 3 Stück drin, ja, mit Schinken und Champignon. Ja, der hatte so Gelüste auf Wurst und Fleisch. Also, ihr müsst ja wissen, Ägypten ist halt ein muslimisches Land und da gibt es halt ja, sowas wie Wienerle oder sowas gibt es da einfach nicht. Pringles kam mit, auch sowas wie Chips oder sowas am Abend gibt es da nicht wirklich. Klar, zum Kaufen kann man schon, haben wir auch. Aber ja, aber die waren im Angebot für 1,39 und deswegen musste ich auch einfach mit. Dann mein Lieblingseis, Magnum. Auch dort in Ägypten gab es Eis, aber natürlich nicht so ein Eis. Und das hat für 1,69 beim Angebot, deswegen kam das auch mit. Eine Gurke kam mit für 49 Cent. Und da wurden heute, keine Ahnung, auf alles Obst und Gemüse 10% abgezogen. Ich kenne mich aber Lidl noch nicht so gut aus und ich weiß auch nicht, ob Lidl mein Lieblingsladen werden wird. Ich vermisse jetzt schon Kaufland. Ja, auf jeden Fall wurde bei Obst und Gemüse 10% abgezogen. Also 49 Cent minus 10%. Warum auch immer, keine Ahnung. Ist halt so eine Aktion bei Lidl. Snickers, die waren im Angebot für 1,99 und dann kommen die natürlich auch mit. Auch mal unser Süßigkeiten-Schrank ist total leer. Übrigens habe ich auch ein Food Diary gemacht in Ägypten. Also wir hatten All-Inclusive-Urlaub und ich habe ein Food Diary gemacht. Aber alles, wie gesagt, braucht jetzt ein bisschen Zeit, bis ich das geschnitten bekomme. Und wir sind ja, wie gesagt, erst gerade angekommen. Drehbeziner kamen mit für 3,39. Die hat mein Mann mitgenommen. Ja. Ja, Fleisch und Wurst und sowas fehlt. Wienerle, wo auch die Packung schon geöffnet ist, weil der Hunger einfach so groß war. Gerade eben. Der konnte einfach nicht warten, bis ich mein Food Hall abgedreht habe. Wobei die jetzt gerade alle Mittagsschlaf machen. Nur ich drehe mein Food Hall. Ne? Schaut mal, wie lieb ich zu euch bin. Wienerle kam mit für 2,79. Dann Serrano Schinken war auch im Angebot für 1,49. Twix auch im Angebot für 1,99. Baby Bells, auch die waren im Angebot für 2,22 €. Toffee Nuts habe ich euch ja schon mal berichtet. Die sind sehr lecker und ich finde, die schmecken sogar besser wie die Toffee Fee Originale. Die hat allerdings mein Mann in den Einkaufswagen gepackt für 99 Cent. Dann KitKat war für 2,22 und, okay, so rum, und eins gratis.
Curry King kam natürlich auch mit. Ach, verzeiht mir das mit dem Licht hier, es wird hell und dunkel, aber die Sonne geht, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Wolke und die Sonne geht auf und ab. Für 1,49 kam Curry King mit, wenn ich mich recht erinnere, waren die eigentlich mal für 1,29, oder? Ganze 20 Cent mehr. 1,29 oder 1,39. Aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall nicht 1,49. Aber egal, die kommen trotzdem mit. Dann kam zweimal bunter Vogel mit, dieser Smarties Joghurt, wie auch immer. Für 35 Cent jeweils. Hanuta kam mit, das ist gerade eine große Leidenschaft von meinem Mann, für 1,99. Schinken, Fleischwurst für 2,79. Da kann ich mich auch nicht erinnern, dass das so teuer war. Aber naja. Eier kamen mit für 1,19 €. Ein Rittersport Vollnuss für 99 Cent. Leona im XXL-Paket, also sind halt 50 Gramm mehr drin, für 99 Cent. Aber das habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass die Leona-Preise jetzt auch gestiegen sind. Also die Wurstpreise allgemein und auch im Lidl-Laden, also nicht nur im Kaufland, sondern auch im Lidl und überall. Das ist mir heute beim Einkaufen auch wieder aufgefallen. Ganz normal ein Käseaufschnitt kam mit für 1,39 €. Mayonnaise für 95 Cent. Und ihr wisst, wenn ich beim Lidl bin, beim Lidl gibt es die besten Semmeln und deswegen kamen zwei Paar Semmeln mit für jeweils 15 Cent, obwohl im Urlaub in Ägypten, da gab es so leckere Semmeln, die waren so fluffig, weich und die haben aber leicht süßlich geschmeckt und also fand ich echt gut, aber nichts gegen die Lidl-Semmeln. Und noch ein Weizen-Mischbrot kam noch mit. Für 1,49 €, aber wir uns gedacht haben, wir machen jetzt erstmal Brotzeit, weil wir alle so ein bisschen auf Wursthunger haben, auf nichts Gekochtes, weil Gekochtes hatten wir jetzt echt genug im Urlaub. Deswegen haben wir jetzt ein paar Brotzeit-Sachen. Also wir haben, keine Ahnung, wir haben so wild eingekauft und dann mit zwei Kindern einkaufen, kennt ihr bestimmt, ist nicht immer ganz so lustig. Dann gab hier ein ganzes 1-Kilo-Paket Rostbratwürstchen, ne? Sind das Rostbratwürstchen mit für 2,99 €, die waren auch gerade im Angebot. Haben noch zwei Mann gesagt, bist du sicher, so ein großes Paket? Wir sollen das essen. Ja! Ja. Wenn man mit Hunger einkaufen geht. Rama ist auch im Angebot für 99 Cent. Und dann gab es da 50 Gramm ist da gratis. Und ja, habe ich ja bei Rama mitgenommen. Vom Einkaufen habe ich nicht mal im Kühlschrank geschaut, aber ich glaube, so viel ist da echt nicht mehr im Kühlschrank drin. Nochmal die Milch für 63 Cent. Muss schon wieder gar nicht hin damit. Salamis, 1,09 € auch im Angebot gewesen. Meine Pausenstange, meine geliebte, ach, ich freue mich so, also auf die freue ich mich wirklich. Die habe ich ein bisschen vermisst im Urlaub. Ach, ihr werdet auch ihr werdet überrascht sein über das Food Diary im Urlaub. Es war absolut keine intuitive Ernährung und ich habe 4 Kilo zugenommen. Heftig, heftig, ja, ich habe mich vorhin auf die Waage gestellt, also merkt man das an und man stoppt essen, ne? Aber ihr werdet es sehen im Food Diary, also Katastrophe, also all-inklusiv Urlaub, ne? Da isst man halt einfach non-stop und den ganzen Tag und nichts intuitiv wie sonst hier in Deutschland, sondern ist halt Urlaub. Ja, Pausenstange 1,69 €. Tiroler Salami, oh, die ist auch so lecker, für 1,79 €. Haben wir noch ein paar Tomaten, Strauchtomaten hießen die, das Kilo 89 Cent. Ich glaube schon gar nicht mehr gut. Und als ob wir nicht im Urlaub genug Pommes gegessen haben. Aber nein, wir haben voll Bock auf Pommes. Und vor allem habe ich meinen Ketchup gekauft. Meinen geliebten Ketchup. Weil der ja gerade im Angebot war. Und dazu mit Pommes. Köstlich 1,19 €. Pommes-Packung. Dann noch ein paar Crazy Wolf. Ach nee, die heißen ja gar nicht Crazy Wolf. Ich war ja beim Lidl. Kongstrong. Für 25 Cent. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich traue dem Kaufland sowas so hinterher. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, also der nächste Kaufland ist ungefähr so 50 Kilometer von uns entfernt. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, sollen wir vielleicht zum Kaufland fahren? Und er sagt, spinnst du? Ein paar Bananika mit für 99 Cent das Kilo. Ach ja, der schöne Kaufland. 63 Cent für die Milch, 9 Monate ohne Kaufland. Wie soll ich das nur überleben? Aber, ja. Ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt einfach aus. Ich probiere Rewe aus, ich habe jetzt Lidl ausprobiert, ich probiere Aldi aus, ich probiere jetzt alles aus. Ihr werdet jetzt bunt gemischte
Food Halls von jedem Laden sehen, Netto, was weiß ich, wir haben alles in der Nähe, Edeka. Was wir leider nicht haben, ist Globus und Real und sowas, das wäre auch noch so, wo halt ein bisschen größer sind, aber das haben wir leider nicht. 25 Cent für Red Bull, Kongstar. Muss mich dran gewöhnen, an Kongstar. Da wir nicht wussten, wie alt unser Fett in der Fritteuse ist und wir irgendwie Bock auf Pommes hatten, obwohl wir genug Pommes gegessen haben. Und das sage ich jetzt zum 20. Mal, ja, für 1,59 kam auch das Fritteusenfett mit. Noch ein Kongstar. Kongstrong. Mein Gott. Ich benenne das alles hier anders. Nochmal eine Pringles-Packung. Das sind die Lieblingschips von meinem Mann. Sour Cream. Und ich bin eher der Paprika-Fan. Eben 1,39 im Angebot beim Lidl. Das sind nur noch Pfandflaschen, die man auch nicht beim Lidl abgeben kann. Es ist ja auch furchtbar, ne? Hier, solche Pfandflaschen gibt es nicht beim Lidl. Schreibe ich jetzt mit mir rum, oder was? Sowas heißt, das nervt mich einfach. Da weiß ich, also das ist halt wieder, wo ich denke, nee, da habe ich keinen Bock auf den Lidl. Es fängt bei solchen Pfandflaschen schon an. Was haben wir noch? Oh, und ein Sixer Cola Light natürlich. Im Urlaub habe ich übrigens auch die ganze Zeit keine Cola Light getrunken, sondern normale Cola. Vielleicht macht das auch die 4 Kilo aus, ja. Naja, meine Hosen passen mir noch. Geht noch. Bisschen enger wie sonst, aber es geht noch. Aber ich werde mich ja wieder ganz normal ernähren und es wird dann auch wieder ganz normal runtergehen. Und ich habe auch langsam keinen Bock mehr auf Essen nonstop. Also war eine ganz cool. Es war echt eine wunderschöne Zeit. Ja, was rede ich eigentlich? Ich hoffe, euch hat der Food Haul gefallen, auch wenn er ein bisschen chaotisch und durcheinander war und ich vielleicht nicht die größten Augen heute habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo natürlich auch, damit du keine Videos mehr verpasst. Und ihr könnt ja mal gerne in meine Vlogs vorbeischauen, da habe ich noch zum Beispiel heute ist eins online gegangen oder gestern. Ich weiß gar nicht, ich habe die auf geplant gestellt, deswegen bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher und bin noch gar nicht auf dem aktuellen Stand, wie es bei YouTube war. Aber ich habe halt über den Urlaub euch trotzdem Videos hochgeladen, damit einfach was auf meinem Kanal kommt. Genau, da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, einen Vlog, wie ich Koffer geparkt habe zum Beispiel, wie ich das geschafft habe, für 4 Personen nur 2 Koffer mitzunehmen, ja. Obwohl ich ja eine Person bin, wo immer alles im Urlaub braucht. Und ich muss euch sagen, Leute, selbst bei diesen 2 Koffern, wo ich jetzt gepackt habe, habe ich nicht alles benutzt. Habe ich gar nicht alles gebraucht. Also ich hätte vielleicht nur mit einem Koffer klarkommen können? Nee, bestimmt nicht. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Food Haul gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder über ein kostenloses Abo. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ganz vergessen zu sagen, was das eigentlich gekostet hat, der gesamte Einkauf. Der gesamte Einkauf beim Lidl hat gekostet 56,63 €. Ja, vor allem so viele Sachen waren es gar nicht. Ich kann euch ja nachher den Gesamteinblick habe ich auch euch nicht gezeigt. Ich bin total aus der Übung aus Food Halls dreht. Einmal eine Woche kein Food Hall gedreht und schon kann ich es nicht mehr. Das ist der gesamte Eindruck hier. Ja, und dann noch die Cola. Ja, so viel ist es gar nicht, also... Ich habe immer das Gefühl, bei Kaufland bin ich günstiger weggekommen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, auf jeden Fall räume ich das jetzt alles auf.